Es gibt Zeiten, die verlangen, dass man sich neuen Herausforderungen stellt. Die World Endurance Championship ist unfassbar wichtig für uns alle. Es ist eine tolle Herausforderung und ich bin stolz, dabei zu sein. Es geht nicht nur um ein Rennen, sondern um die Entwicklung innovativer Technik. Mit so viel Bezug zu dem, was Audi in der Serie verkauft. Der Schlüssel zum Erfolg ist meist auch das Fundament, das lange vor Saisonbeginn gelegt wird. Zunächst braucht man ein schnelles, bewährtes Auto, was wir mit unserem Audi R18 e-tron Quattro haben. Nach den Erfahrungen, die die Ingenieure mit so etwas Neuem und Einzigartigem gesammelt haben, konnten sie das Fahrzeug über den Winter für 2013 weiterentwickeln, zu etwas noch Besserem. Einmal um die Welt. 8 Rennen verteilt über den Globus. Silverstone. Spa. Sao Paulo. Austin, Texas. Fuji. Behind the safety car. Shanghai. Die World Endurance Championship ist mehr als ein Marathon. Sie ist hart, durchweg anstrengend und sobald das Go erfolgt, ein Sprintrennen. 66 Stunden im Cockpit, tausende von Kilometern Renndistanz. Was auf den Meilenstein folgte, den Audi 2012 mit dem Sieg der Fahrer- und Herstellerwertung gesetzt hatte, ist die Evolution einer Revolution. Eine der größten Entwicklungen dieses Jahr war die Aerodynamik, um noch effizienter zu sein. Wir haben unser Hybridsystem verbessert. Wir verbesserten unseren Abtrieb und unsere Reifen, an denen wir mit Michelin gearbeitet haben. Quattro war der Beginn von Vorsprung durch Technik. Und Quattro war der Beginn aller Motorsportaktivitäten bei der Audi AG. Seit den Jahren im Rallye-Sport bis hin zu den Jahren, als wir mit dem Vierradantrieb Quattro in verschiedenen Rennserien antraten, war dieser immer mit dem Motorsport verbunden. Es ist großartig, mit einem Quattro zu starten, besonders in Le Mans, dem wichtigsten Rennen des Jahres. Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Härtetest für Mensch und Maschine. Audi bereitet sich ein ganzes Jahr darauf vor. Als Renningenieur für einen der Wagen begleitest du dein ganzes Team zu dem wichtigsten Sportwagenereignis der Welt. Wir sind immer am Limit. Wir fahren immer so gut und so schnell wir können. Erfolg hat hier nur ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten. Der kleinste Fehler kann darüber entscheiden, ob man Geschichte schreibt oder nicht. Der Ansporn ist immer riesig, denn du willst immer gewinnen. Du darfst dir keinen Fehler erlauben, wenn du dieses Rennen gewinnen willst. Der Technologietransfer von Le Mans zu den Serienfahrzeugen ist immens. Und mit dem hybriden R18 e-tron Quattro konnten wir schließlich einem der Kernthemen bei Audi, nämlich Quattro, eine neue, zukunftsweisende Interpretation als e-tron-Modell geben. Für uns dreht sich alles um das Rennen. Wenn du gewinnst, schreibst du Geschichte. Out of the garage and back into the race.
Tom Christensen leads Le Mans in the number two Audi. Die Konkurrenz hat unseren Wagen dieses Jahr nur von hinten gesehen. Und das ist auch gut so. Die WEC 2013. Ein Jahr großer Momente. Belohnt mit dem schönsten Erfolg, den man sich erarbeiten kann. Dem erneuten Sieg der Fahrer- und Herstellerwertung. Was nun auf alle wartet, ist ein neues Jahr, voller Herausforderungen. Vermutlich größerer als je zuvor.